Wir gehen jetzt noch in den Wasserpark. Ja. Er hat zwar nur noch anderthalb Stunden auf, aber das lassen wir uns jetzt nicht nehmen, da noch reinzugehen. Großer Wasserreifenbereich. Und als erstes kommt der Lazy River. Oh, das Wasser geht eigentlich. Wahoo River. Lazy River. Da ist noch eine große Trichterrutsche, die ich nicht machen darf. Thank you.
Also der Wasserpark Hurricane Harbor hat jetzt auch zugemacht. Wir waren jetzt hier noch 2 Stunden drin sogar. Wir sind 3-mal den Lazy River gefahren, waren 2-mal hier hinter mir in dem Wellenbad. Dann waren wir große Reifenrutschen im Tunnel und offene. Also haben wir ziemlich alles gemacht. Die Trichterrutsche auch noch. Und ja, jetzt haben wir noch 10 Minuten hier gesessen und uns wieder umgezogen. Und eigentlich ganz schön hier. Das Wetter war heute nicht perfekt. Aber eigentlich ist es schön hier. Also kann man gerne noch mitnehmen. Toll ist auch, dass der Eingang vom Wasserpark direkt am Eingang vom Park insgesamt ist. Ich hasse es einfach, wenn der Wasserpark ganz, ganz weit hinten ist. Wenn man da was im Auto vergessen hat oder nicht den ganzen Tag mitschleppen will, ist das natürlich nervig. Ansonsten verabschieden wir uns jetzt von Six Flags America. War ein schöner Tag heute und der Park ist gar nicht so schlecht, wie man es oft liest. Kann man ruhig empfehlen, hier den ganzen Tag zu verbringen. Natürlich hat er jetzt keine Kracherbahn, keine Weltklassebahn, aber die neuen Coaster, die da sind, beschäftigen einen auch. Also bis dann, tschüss. Der Himmel sieht immer so schön aus hier. Vor allem, wenn die Sonne langsam untergeht. Die Sonnenuntergänge sind toll hier. Und jetzt gehen wir raus. Wir sind an unserem Hotel für heute angekommen. La Quinta, direkt hier um die Ecke. Sieht auch wieder ganz gut aus, nicht so ein einfaches Motel, sondern wieder ein richtiges Hotel mit mehreren Zimmern. Ich denke, das wird eine ganz gute Nacht werden. Natürlich das letzte Zimmer auf dem Gang. Die 201. Und das ist dann das Zimmer. Wieder 2 Queenbetten. Sieht ganz gut aus hier drin. Richtig schön sauber. Nicht so abgeranzt. Hier wird Anna dann hingesetzt. Hier ist nochmal ein. Wo geht's hier hin? Wow, ins andere Zimmer. Doch nicht. Klima geht schon. Hier ist unser Schreibtisch, den wir brauchen werden für den PC. Dann hier Fernseher, den wir brauchen. Schön großes Handwaschbecken mit Ablage. Hallo. Und dann hier noch separat die Toilette mit Badewanne. Sehr gut, das sieht doch in Ordnung aus.
Heute Abend gibt es richtig viel zu essen. Wir gehen ins Golden Corral Buffethaus. Und das sieht nach einem sehr großen und neuem aus. Und nicht so ein altes, wo weniger Auswahl ist. Das sieht sehr, sehr gut aus. Wir gehen mal rein. Ah ja. Wie ist es so im Golden Corral? Sehr lecker. Und große Auswahl. Ja. Achtet mal drauf, der Andreas hat Salat auf dem Teller. Ja. Wir sind jetzt hier wieder am Hotel angekommen mit noch einem Getränk und sind sowas von abgefüllt nach dem Buffet. Brrr, ich falle jetzt ins Bett. Also wir beenden den Vlog für heute. Das war's mit Six Flags America und dem Wasserpark.